Das Heimchen am Herd gehört noch lange nicht der Vergangenheit an. Wer das glaubt, dem belehrt eine vom Bremer Senator für Arbeit veranlasste Umfrage des Bonner Instituts für angewandte Sozialwissenschaft, INFAS, eines Besseren. Danach ist jeder dritte Bremer Bürger der Meinung, die Frau gehört ins Haus. Und sie scheint sich dort auch wohlzufühlen. Fast jede zweite aller befragten Bremer Hausfrauen ist mit ihrem Los zufrieden. Ihr Hausfrauenalltag ist ihr Erfüllung. Ich bin 10 Jahre voll berufstätig gewesen, 15 Jahre verheiratet. Und habe keinen Beruf gelernt und bin sehr gerne Hausfrau. Ich bin gerne Hausfrau, weil es mir gut gefällt. Ich bin gerne Hausfrau. Dass Frauen mit Kleinkindern berufstätig sind, lehnen 84% der Bremer ab. Lediglich Müttern von Schulkindern, so die INFAS-Studie, gestattet die öffentliche Meinung einen Arbeitsplatz. Also Berufstätigkeit für die Frau ist unbedingt notwendig. Man ist im Haushalt effektiv nicht ausgelastet, vor allen Dingen in den modernen 3- und 4-Zimmer-Wohnungen. Ich bin dieser Meinung, dass die Frau zu Hause bleiben muss. Die Frauen müssen heute alle arbeiten. Warum? Warum? Weil der Lebensunterhalt zu teuer ist. Und die Mieten. Im Zeitalter der Emanzipation, warum sollen dann die Frauen nicht mitarbeiten? Nicht? Wenn das Kind gut untergebracht ist, irgendwie im Kindergarten oder so weiter, nicht? Man kann ja leicht die Kasse dadurch aufbessern, nicht? Man kann. Etwa 42% der Bremer geben unzureichendes Einkommen des Mannes als Argument für die Berufstätigkeit der Frau an. Damit rückt die finanzielle Bedürftigkeit eindeutig in den Vordergrund. Fragt man jedoch die berufstätigen Frauen selbst, so rangiert zwar der Grund, sich mehr leisten zu können, auch hier noch an erster Stelle. Als zweites Argument wird jedoch bereits der Spaß an der Arbeit genannt. 2/3 der Bremer finden die Berufstätigkeit der Frau normal. Bleibt zu hoffen, dass sie sich als gleichberechtigte Partnerin im Beruf stärker durchsetzt als bisher.